Ihr seid ja alle im Bildungskontext aktiv. Was treibt euch an? Also wenn ihr es jetzt mal runterbrechen müsst, was treibt euch an? Also es ist ja keine einfache Arbeit, ne? Also Fatma? Also, mir ist es wichtig, einfach das weiterzugeben, was ich weiß oder was ich gelernt habe. Das ist für mich so eine Herzensangelegenheit einfach. Das gehört zu meinem ganzen Leben. Und ich finde, ich will die Fehler oder, was heißt Fehler? Also das, was ich anders gemacht hätte, einfach als Unterstützung weitergeben. Und das motiviert mich halt am meisten. Und ich finde auch, Bildung ist einfach der Schlüssel zu allem. Und mein Vater hat damals immer gesagt, Fatma, du musst immer das Doppelte machen. Wenn ein Deutscher eine Ausbildung gemacht hat, musst du einen Bachelor haben. Wenn du einen Bachelor hast, musst du einen Master haben. Also ich musste immer das Doppelte machen. Also leider hat man es uns so beigebracht, aber das hatte auch seine Vorteile, muss ich sagen. Aber er hat gesagt, du musst immer viel mehr machen als die anderen, damit du ein bisschen weiterkommst. Und das ist einfach für mich die Sache, warum ich auch im Bildungsbereich so tätig bin und wo ich denke, halt durch Bildung kommt man halt viel weiter als ohne. Das sagen die anderen in der Runde. Amadou. Hört ihr mich? Ich will einfach ganz kurz sagen, das ist einfach der Ansatz für mehr Gerechtigkeit, für Teilhabe und Partizipation. Weil wir erleben ja diese zentristischen Bildungssystem hier, die uns nicht leichter macht. Wir sehen ja die Darstellung von Afrika und schwarze Menschen allgemein im Bildungssystem, im Bildungsmaterial und in Medien, die unser Leben beeinflussen, negativ beeinflussen. Und das müssen wir aktiv entgegenwirken. Und deswegen, also kurz zusammengefasst, um nicht so tief anzugehen, das ist einfach, was mir treibt. Ja, ich habe das ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen, wie schwarzes Wissen auch immer wieder so hierarchisiert wird. Man muss förmlich danach graben. Also daran anknüpfend, wie geht ihr damit um? Was sind eure Strategien? Wie bildet ihr euch selbst? Ja, wie kommen wir in den Genuss, auch schwarzes Wissen zu erfahren? Also, ich würde da gerne anknüpfen an das, was Hamadou und Nkrumah gesagt haben. Es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, until the lions have their own history, the history of the hunt will always glorify the hunter. Also, wenn wir nicht selbst unsere Geschichten schreiben und uns erzählen, unsere schwarzen Geschichten, dann überlassen wir es einer eurozentrischen Perspektive. Und was mich antreibt, ist auch Neugierde, Universalismus, wie ihn die Aufklärung verstand. Das war weiße europäische Geschichte. Und das betrifft alle Kulturen, die durch die weiße Vorherrschaft und Definitionsmacht marginalisiert worden sind. Also das betrifft nicht nur unser afrikanisches Kulturerbe. Und da finde ich es interessant, auch Afrika in seiner Vielfalt zu erforschen, weil Nigeria ist nicht das gleiche wie Senegal oder Kenia. Das zum einen. Also die präkoloniale Geschichte einerseits, weil Geschichte gab es schon vor der Kolonialisierung. Und natürlich aber auch mit der Afrodiaspora, die entstanden ist durch die Kolonialisierung, wurden afrikanische Geschichten auch nochmal in einen ganz anderen Erdteil hinbewegt durch die Verschleppung von Menschen. Und das ist der Anlass war
ein sehr traumatischer Anlass. Wir haben einen Begriff dafür, Mafa oder Mangamesi. Das ist der afrikanische Begriff für Holocaust, für die Verschleppung und Ermordung, millionenfache Ermordung von Menschen afrikanischer Herkunft. Man rechnet von 25 Millionen bis 75 Millionen. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Die Geschichte geht aber weiter. Und da ist natürlich, was mich noch vorantreibt, unsere Resilienz. Das Gefühl, dass wir so etwas überleben konnten. Und ich bin in einem sehr weißen Kontext aufgewachsen, aber ein Teil meiner Herkunft ist nigerianisch. Und wenn ich dann meine Ahnen sehe, also meine Großmutter, man hat ja immer so ein bestimmtes Bild auch von Afrika oder von afrikanischen Frauen. Und wenn ich dann sehe, wenn ich auf das Bild von meiner Großmutter blicke, das war eine Geschäftsfrau, die war autonom, die war autark. Also das ist ein Teil meiner Geschichte. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Da interessiert mich natürlich auch historisch, präkolonial, wie haben Gesellschaften funktioniert? Und da können wir feststellen, in Nigeria gab es schon Stadtstaaten mit einem so annäherungsweise demokratischen Gebilde. All diese Geschichten zu lernen, und da gibt es natürlich auch Lehrstellen bei mir, das ist auch die Neugierde, die mich da antreibt. Und auch, ich möchte einfach, dass afrikanische Geschichte rehabilitiert wird von diesem Makel, der dem Afrika-Bild immer wieder anhaftet, der so nicht stimmt. Auch dieses Bild von, wir lassen geschehen. In einem Schulbuch stand mal, afrikanische Staaten wurden in die Unabhängigkeit entlassen. So nach dem Motto, wir haben Afrika den Europäern überlassen. Nein, das war ein gewaltvoller Vorgang. Und es gab Befreiungsbewegung, es gab Widerstand in Kenia, Mau Mau, in Namibia, Herero und Nama. Der erste Völkermord auf der erste deutsche Völkermord auf afrikanischem Boden. Also es gibt sowohl traumatische Geschichten als auch sehr erhebende Geschichten. Danke, Modupe. Also, wenn ich richtig aufgepasst habe, Kruma, Hamadou, ja. Jennifer. Kruma war zuerst. Okay, alles klar. Erstmal fand ich das Zitat von Modupe mit Allein und der Hunter wirklich sehr, sehr stark. Das Zitat benutze ich auch sehr, sehr oft in Diskussionen, weil es einfach die Wichtigkeit betont, dass schwarze Historiker oder Historikerinnen ihre eigene Geschichte erzählt, also ihre eigene Perspektive. Der Begriff Mafa ist ein Begriff aus dem Swahili. Das ist eine Sprache oder ein Dialekt, der in Afrika sehr, sehr oft gesprochen wird. Und der wurde benutzt von Marimba Ani. Das ist eine Afroamerikanerin quasi, die ein Buch geschrieben hat. Das heißt The Yolugus. Und sie spricht quasi über die eurozentrische Vision, wie über Unterdrückung und wie das in den mentalen Generationen, also wie sich über Generationen von Generationen mental verbreitet hat. Ein sehr interessantes Buch, was ich nur weiterempfehlen kann. Und wir haben über Unabhängigkeitskämpfe geredet. Ich möchte natürlich auch über Kamerun reden, über l'UPC. So, das war sehr, sehr gewaltsam, also sehr viele Menschen gestorben. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass es in München, wir reden immer über Wissen, aber ich finde, heutzutage haben wir wirklich die Chance, dass es so viele Bücher gibt und so viele Dokumentarfilme, dass wir uns gar nicht mehr beschweren können. Also auch in den sozialen Medien. Es gibt immer mehr Seiten von Afrikanern, die über die Geschichte sprechen. Das heißt, es ist wirklich, wie sehr wollen wir das wirklich? Ich kann zum Beispiel das Buch von Panafrikanismus München empfehlen, das habe ich hier. So, da wird auch quasi über die afrikanische Geschichte gesprochen. Da wird auch quasi über einen Wilhelm Armut zum Beispiel gesprochen, der im 16. Jahrhundert Professor war in Jena, ein Schwarzer, ein Afrikaner, aber Professor in Jena in so vielen Fächern. Ich möchte natürlich auch ein Buch zeigen von einem Shankar Diop, der über die afrikanische Geschichte gesprochen hat, der über afrikanische Zivilisation gesprochen hat. Wir haben über Modupe kurze Zeit über afrikanische Zivilisation gesprochen. Bei uns Afrikanern war es in den mehrheitlichen Königreichen war es normal, dass die Frau an die Macht ist. Also man hat da wirklich von Matriarchat gesprochen. Frau und Mann waren Teams.
So, es gibt etliche Frauen, eine Singa, eine Aria Tubman, es gibt so viele Frauen afrikanisch. Also die Rolle der Frau, die Perspektive der Frauen in der afrikanischen Gemeinschaft, in der afrikanischen Geschichte ist ganz anders als in der eurozentrischen Vision. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, uns zu bilden heutzutage. Und heutzutage gibt es so viel Info, man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht die falschen Quellen hat, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Nur wie sehr wollen wir es wirklich, wie sehr will diese Generation wirklich an dieses Wissen erlangen und zu verstehen, so ey, das ist eigentlich Afrika. Und ich habe jetzt nur zwei Bücher gezeigt, aber ich könnte etliche Bücher schreiben, etliche Bücher zeigen, oder etliche Autoren oder Autorinnen vorstellen, die wirklich ihr Leben dafür gegeben haben, um das, was sie wissen, weiterzugeben und auch zu lernen, weil, wie ich davor schon gesagt habe, man lernt lebenslänglich so. Egal in welchem Alter oder im Wissensstand man sich befindet, man kann nur lebenslänglich lernen und davon bin ich der festen Überzeugung. Und zu guter Letzt, was mich antreibt, ist einfach diese Liebe, die ich zu Afrika habe, zu meiner Community. Und ich möchte einfach, wenn ich das so Martin Luther King ein bisschen zitieren kann, mein Traum ist es wirklich, dass schwarze Frauen und Männer sich in den Spiegel anschauen und laut sagen können, ich bin stolz darauf, Afrikaner zu sein. Und dass schwarze Menschen sich nicht schämen, wenn ein Deutscher sie fragt, ja, woher kommst du ursprünglich, es nicht als Angriff oder rassistisch sehen, sondern diesen deutschen Personen in den Augen schauen können und sagen, ja, Frau Meier, ich komme aus Kamerun und ich bin stolz drauf. Oder ja, Herr Becker, ich komme aus dem Kongo und ich bin stolz drauf. So, dass wir wirklich diese mentale Ketten, von denen ich immer spreche, uns davon befreien können. Das ist mein Ansporn. Nur ganz kurz auf Nkrumah, was du gesagt hast, also zu sagen, wir hätten hier in Deutschland, hätte es keine Bewegung gegeben oder würde so wenig passieren, würde negieren 30 Jahre schwarze deutsche neue Bewegung. Und wir haben dafür gekämpft, ich sage wir als Kollektiv, das heißt Menschen in Berlin haben es geschafft, Straßen umzubenennen nach historisch wichtigen Personen. Das ist einmal Wilhelm Anton Amo, der afrikanischer Aufklärer war im 18. Jahrhundert hier in Deutschland und an der Universität Halle doziert hat über die Rechte von schwarzen Menschen. Und die andere Person ist Mai Ayim, eine afrodeutsche Autorin, die sich in ihrer Diplomarbeit mit der Kolonialgeschichte Deutschlands befasst hat und der Situation von schwarzen Menschen, die sich daraus ergeben hat hier in Deutschland. Also weil wir ja immer noch oft hier in der Gesellschaft diesen kolonialen Blick vorfinden auf schwarze Menschen. Und das hat sie in ihrer Diplomarbeit bearbeitet. Insofern können wir ja an diese Tradition schwarzen Widerstands in Deutschland anknüpfen. Und eine Möglichkeit wäre, diesen Rahmen der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft zu nutzen und ein Gedächtnisräume einzufordern, also auch eine Erinnerungskultur zu pflegen, die an bestimmte Ereignisse erinnert, die von großer Bedeutung sind für Menschen afrikanischer Herkunft, auch im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte. Wir haben die deutsch-namibische Geschichte und es waren namibische Vertreter und Vertreterinnen von den Herero, die Überbleibsel, also die Gebeine ihrer Vorfahren hier eingefordert haben, die hier in Archiven lagerten und Objekte waren für die Wissenschaft und also wirklich missbraucht worden sind und die eingefordert haben und die namibischen Delegationen haben das eingefordert. Das hat wieder einen Anlass gegeben, diese Geschichte zu bearbeiten. Und da müssen wir halt dranbleiben. Wenn wir das nicht tun als schwarze Communities, dann und da auch unterstützen, diese Agenda, die Herero-Vertreter und Vertreterinnen haben, dann wird das sicherlich niemand anders für uns tun, sagen wir mal so.
Also wir sollen wirklich diese Gedächtnisräume auch einfordern und Platz dafür schaffen, für Erinnerungsorte, genauso wie jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen das über Jahre lang gemacht haben, eine Erinnerungskultur geschaffen haben. Und da gibt es ja auch Anknüpfungspunkte. Okay. Ja? Also, okay, Modupe, genau. Ich würde nur ein bisschen, danke. Ich glaube, dass alles, was gesagt wurde, sich ja nicht gegenseitig ausschließt. Und es sind ja unterschiedliche Zugänge. Und Hamadou, du hast das Wort. Ja. Ich wollte nur kurz angehen zu der Verfälschung der Geschichte Afrikas und die Rehabilitierung angehen. Das ist eigentlich auch der Grund, oder einer der Grund, wie 2007 den Arbeitskreis Panafrikanismus mit den alle zwei Jahre stattfindenden Panafrikanismus-Kongress zustande gebracht haben. Nämlich die Geschichte Afrikas, unsere eigene Situation selbst rüberzubringen. Deswegen ist in unserem Konzept ganz klar, dass wir keinen Experten anladen, der nicht sozusagen auf unsere Community, also wir haben immer sozusagen schwarzen WissenschaftlerInnen angeladen, nämlich dass endlich mal man von uns lernt, dass wir über unsere eigene Geschichte reden, dass wir über unsere eigene Situation reden und dass anderen auch von uns lernen. Und das haben sie auch. Ich weiß zum Beispiel, wie oft oder bei jedem Kongress, wie viele Anmeldungen aus dem Wissenschaft beim Panafrikanismus-Kongress angehen. Also, und es ist notwendig, dass wir hin zu einer neuen Geschichtsschreibung unsere Geschichte. Wenn es, und Krumah hat ja Jacques Antadiop als Beispiel genannt, wir wissen zum Beispiel, dass bis 1974 es gab keine einheitliche Geschichtserzählung oder keine einheitliche Konzept des Ägyptologie. Ja, bis das UNESCO 1974 das Weltägyptologischen Konferenz in Kairo aufgerufen haben. Das gesamte Afrika war ja vertreten durch Cheikh Anta Diop und Théophile Obenga, die auch beim vorletzten Panafrikanismus-Kongress dabei waren. Zum Schluss, den ganzen nordlichen Wissenschaftler und Historiker, ihren Thesen konnten sie nicht durchsetzen. Das ist die Thesen von Cheikh Anta Diop damals, die gesiegt hat. Und zum Schluss hat das UNESCO die Redaktion des Ägyptologie, die wir heute haben, an Cheikh Anta Diop übergeben. Aber wer redet zum Beispiel über Cheikh Anta Diop in den unterschiedlichen Universitäten hier in Europa? Ja? Die unterschiedlichen Ägyptologie, die wir hier haben, man kann sogar die Studenten dort fragen, wissen sie wirklich über Cheikh Anta Diop? Nein, das sind wenig, die über Cheikh Anta Diop was sprechen können. Und deswegen, das ist unsere Verantwortung, alles dafür zu tun, dass diese Geschichtsverfälschung endlich mal zu Ende kommt. Danke. Jennifer? Ich wollte eigentlich nur auf den Punkt, also Krumah hat es schon angesprochen, aber ich wollte eigentlich auf den Punkt von Modupe eingehen mit dem Blick von Frauen in afrikanischen Gesellschaften. Und ich fand es auch richtig cool, dass du das erwähnt hast, weil viele haben, also durch die Medien haben wir immer das Gefühl, dass Feminismus, so wie man es nimmt, Feminismus eine westliche Idee ist. Aber wenn man sich wirklich so Afrika, also die Afrika vor deutschem Geschichtsunterricht anschaut, also Präkolonialismus, Prä-Sklaverei und so, dann sieht man halt wirklich so Königin Amanirenas zum Beispiel. Frauen waren oft an der Macht und oft Königinnen und waren auch oft Kriegerinnen. Also zum Beispiel im Königreich der Kusch hatten die eine ganze Armee von Frauen, die die besten Kriegerinnen waren. Also alleine Königin Amanirenas war eine der stärksten Kriegerinnen der Geschichte. Sie ist damals gegen die römischen Armeen vorgegangen. Und es war vor Christus, also so Caesar Augustus. Es waren
das war die stärkste Armee der Welt, einer der stärksten Armeen der Welt, und sie ist gegen die vorgegangen und die sind zurückgeschritten. Also wenn man wirklich solche Punkte sieht der Geschichte, dann, ich weiß, also ich finde es einfach so unglaublich zu sehen, wie wichtig Frauen schon vor der Art von Feminismus, wie wir sie kennen, was für eine Rolle sie in Afrika bereits hatten. Aber wir tun immer so, als wäre das, also wie gesagt, wir tun immer so, als wären es sehr westliche Ideen und Ideen, die uns erst beigebracht wurden. Aber eigentlich waren das Konzepte, die schon lange existiert haben. Alleine wie Frauen geehrt werden, oder es gibt einfach so viele verschiedene Arten, wie Frauen ihre Wichtigkeit behauptet haben in afrikanischen Königreichen und Empires. Und ein Punkt, den ich noch nennen wollte, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Oh, ich hab's vergessen. Es ist mir gerade entflogen. Aber ich will gerne später nochmal darauf eingehen. Ich war gerade zu überzeugt von dem Punkt mit den Frauen und zu glücklich drüber, dass es erwähnt wurde. Kein Problem, denn vielleicht kann Hamadou dir aus der Patsche helfen. Darf ich ganz kurz da angehen? Ich bin dir, Jennifer, sehr dankbar, dass du diesen Punkt angesprochen hast. Ich komme ja aus Burkina Faso und ich weiß, wie unsere Geschichte ist. Burkina Faso ist eigentlich gegründet von einer Frau, Prinzessin Nyenenga, ja. Also, das sind einfach, ja, es wird so wenig darüber gesprochen, ja. Es wird versucht, um zu sagen, ne, also in Afrika, ja, die hat ja sowieso keine Geschichte, ja. Also, die hat ja sowieso nichts getan. Und das sind ja einige Pseudo, ja, Feministinnen, die hier uns, also aus Afrika, Menschen aus Afrika zeigen wollen, was Feminismus ist. Also ja, wir waren eigentlich weit voraus. Ja, und ich erinnere mich an den Punkt, den ich noch nennen wollte. Und zwar ging es sehr stark um Bildung und wie zugänglich sie heutzutage ist. Also es stimmt auf jeden Fall, da stimme ich auch zu. Aber ich habe jetzt auch die letzten Wochen gemerkt, dass zum Beispiel, wenn ich wirklich nach afrikanischen oder allgemein schwarzen Autoren suche, dass es sehr schwer ist, Bücher, also vor allem für Kinder oder geschichtliche Bücher, auf Deutsch zu finden. Also auf Französisch geht. Auf Englisch finde ich alles. Also ich konnte auf Englisch wirklich alles finden. Es gibt super viele Videos auf YouTube, es gibt richtig viele Websites, aber auf Deutsch. Und dann denke ich, es war es halt, habe ich halt kaum Infos gefunden, außer ich habe wirklich spezifisch nach Persönlichkeiten gesucht, also wie Prinzessin Nyenenga oder Königin Amanirenas oder Mansa Musa. Wenn ich wirklich spezifisch nach den Persönlichkeiten gesucht habe, gab es kurze Texte dazu, aber um wirklich konstant einen Informationsfluss zu haben, wo ich auch dann irgendwie eine Anleitung finde, weil man springt rein in afrikanische Geschichte und man ist erstmal baff, weil es ist einfach viel zu viel. Es ist ein Kontinent, dessen Geschichte einfach zehntausende Jahre zurückreicht, und ich glaube einfach, wir brauchen mehr Übersetzungen, also in verschiedene Sprachen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Spanisch aussieht, aber ich kann mir vorstellen, in Polnisch ist es bestimmt auch nicht so präsent. Deutsch ist es ja eh schon sehr mickrig. Und wie sieht es dann aus in Sprachen, in denen Afrikaner nicht so extrem präsentiert werden? Weil ich meine, Frankreich hat eine sehr große Präsenz in Afrika, deswegen ist es kein Wunder, dass es so viele Bücher von schwarzen Autoren gibt. Aber wie ist es dann in Ländern, wo es halt eben nicht so viele Menschen gibt? Und das ist dann auch so ein Punkt, den man dann nochmal betrachten müsste, dass entweder müssen Menschen jetzt alle Englisch lernen, und in ein paar Ländern ist es ein bisschen schwerer, um ihre eigene Geschichte zu erfahren, oder man sorgt dafür, dass eben diese ganzen Bücher auch übersetzt werden. Und das ist halt schwer, weil erst jetzt, also zum Beispiel, ich gehe sehr gerne ins Hungendubel, und erst jetzt fangen sie an, wirklich eine Section zu haben, wo petit à petit, also immer mehr schwarze Autoren repräsentiert werden, aber auch, es sind kaum welche, also es ist wirklich schwer. Man müsste wirklich das Internet durchforsten, um an solche Bücher zu kommen. Ja, und da würde ich auch noch ergänzen, dass oft auch über schwarze AutorInnen geschrieben wird, anstatt dass das Original dann bestellbar oder zu kaufen ist. Ne? Also auch das. Nun ja, lasst uns vielleicht doch auch über... Also Sarah, willst du noch was sagen? Ja, ich freue mich, wenn ich lausche und lauschen darf, und mein Herzschlag geht auch höher, wenn ich sozusagen alles in meinen Ohren klingen lassen darf, was ich höre von euch.
ich bin nicht der Apparat, ich bin aber Tag ein, Tag aus sozusagen mit dem Apparat, mit dem Schul- und dem Bildungsapparat in Kontakt. Und wenn du vorher gefragt hast, Sandrine, was treibt mich an? Als Selbstständige habe ich sehr viele Ideen realisiert, an denen ich selber Interesse hatte. Jetzt am Pädagogischen Institut mit unserem großartigen Team in der politischen Bildung überlegen wir uns letztendlich, auf was für eine Formel könnte man es bringen. Do not be afraid of complexity. Ja? Also die Zeiten sind komplex, wir müssen so vieles erfassen. Wir haben Gott sei Dank jetzt, wie ihr es beschreibt, nach und nach auf dem Schirm. Wir sind jetzt aus schwarzer Perspektive, sprechen wir. Aus wie vielen unterschiedlichen Perspektiven könnten wir noch sprechen, beziehungsweise die Gruppen immer noch größer machen und anreichern. Ich bin daran interessiert, vorhin habe ich es mal Übersetzungen genannt, an einer Arbeit, die auch ein Stück weit über vertrauensbildende Maßnahmen im Übrigen einzuleiten, Prozesse, dass Menschen, die im Apparat sind, die Schule betreiben, die ja unsere überarbeitungswerten Curricula, Materialien etc. sozusagen noch in Use haben, ja, da in guten Dosen und mit Infusionen reinzugehen. Wenn ich euch höre, dann explodieren in meinem Kopf die Ideen, was könnten wir machen, können wir afrikanische Wochen in die Schulen pflanzen und. Ein Stück weit muss ich manchmal mich darauf besinnen, dass Pädagogik auch wirksam ist, wenn sie leise ist, wenn sie sozusagen den Einzelnen, die Einzelne sehr stark im Blick nimmt und sieht, wie lernen wir, wer ist wichtig, welche Personen sind wichtig, dass sie in unseren Klassenzimmern auftauchen. Und da sie jetzt bestimmte Menschen, brauche ich jetzt nicht ausführen, noch nicht sozusagen selbstverständlich sind, muss ich clever agieren und sagen, wie kriegen wir sie rein, damit sozusagen per Infusion all das Wissen, das ihr ausbreitet, peu à peu auch reinkommen kann und so eine Selbstverständlichkeit zustande kommt. Was wir brauchen in der pädagogischen Arbeit ist auf jeden Fall auch ein Verbundensein und Verbündete. Wir brauchen an der sozusagen, ja, auch an der weißen Mainstream-Front brauchen wir Verbündete, die sagen, ich möchte in diese Bewusstseinsarbeit eingehen, ich möchte mehr lernen, ich möchte mein Wissen erweitern und ich möchte auch den jungen Leuten, mit denen ich zu tun habe, ihnen Fähigkeiten zur Handlung und dann im Sinne einer Politisierung auch Veränderungen anstoßen. Das ist meine tägliche Arbeit, die ich mit viel Herzblut tue, die wirklich auch anstrengend ist, weil ein Apparat immer auch bedeutet, gegen dicke Bretter und große Tanker anzugehen. Und wir sprechen ja auch heute Abend über Rassismus und Bildung. Und leider müssen wir dazu noch ganz viele sozusagen zarte und manchmal auch sehr leise, manchmal auch sehr deutliche Prozesse einleiten, um zu sagen, ich verstehe. Ich verstehe, was Schmerzgeschichte ist. Ich verstehe, was Leidgeschichte ist. Ich verstehe auch, wie das funktioniert. Ich verstehe, ich habe junge Menschen vor mir sitzen, die unter solchen, unter Lebensbedingungen leiden, ihre Eltern bringen eine bestimmte Geschichte mit. Und deswegen will ich damit nur sagen, ich bin stark daran interessiert, wie geht das? Meine Kolleginnen wissen das, ich spreche dann oft von Sandkornpädagogik, weil es eben so klein ist und ich aber trotzdem das große Bild nicht aus den Augen, das große Projekt und das Ansinnen, all das, was ihr beschreibt, nicht aus den Augen verlieren darf. Und das kann ich nur durch ganz, ganz viele Telefonate, Schulbesuche, Gespräche mit Schulleitungen, manchmal auch solche Frames nutzen wie so Dinge wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, so Dinge, die halt bestehen, um dann von innen heraus sozusagen eine Umformatierung zu erzielen. Das macht mir nicht immer nur Spaß, versteht mich nicht miss. Aber diese Arbeit muss geleistet werden, damit wir auch wirklich in den Apparaten, in den Institutionen Verbündete uns heranziehen können. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich denke, da gibt es auch immer
Verknüpfungspunkte zwischen institutionellen Rahmen und außerinstitutionellen Rahmen. Also ich finde so außerschulische Projekte, wie sie Jennifer und Nkrumah machen, sehr wichtig. Der Perspektivwechsel muss aber auch in Bildungskontext, in institutionellen Bildungskontexten erfolgen. Also das eine soll das andere nicht ausschließen. Wenn ich von Perspektivenwechsel rede, dann rede ich zum Beispiel davon, dass eine falsche Mercator-Karte, eine falsche Mercator-Weltkarte, wo Afrika im Maßstab viel zu klein gezeigt wird, das gehört dazu, dass Bildungsmaterialien, andere Bildungsmaterialien eingesetzt werden. Es gibt die Peterskarte, wo Afrika im richtigen Maßstab gezeigt wird. Und das ist, also mit Perspektivwechsel, der kann nur stattfinden, wenn wir das auch einfordern und wenn wir klar machen, dass wir einfach das Wissen berichtigen müssen, gerade stellen müssen. Das ist unsere Verpflichtung, auch als humane Gesellschaft, wenn wir diesen Anspruch haben von Menschenrechten, Menschenrechtsbildung. Wir wollen unsere Kinder aufklären. Aufklären ist ja so ein schönes Wort seit dem 18. Jahrhundert. Dann gehört zur Aufklärung dazu, dass wir sie richtig aufklären.